So, thank you very much. And I would now like to offer you the first TED question, which is going to be up there on the screen. So, our next session is going to deal with a new idea or a new concept in geography and geology. You might not have read this term before, but the question is, if or to what extent have you thought about the term Anthropocene and tourism in the Anthropocenic age? Anthropo stands for those who are, might not be geographers or geologists, stands for us, for the human. Yeah? So the Anthropocene is the era or the time, the geological time, where we humans sort of dominate what is happening on this planet, where we change the planet Earth. So maybe you have thought or have not thought about this question before, but I would like to know from you if you have thought about it, if you have not thought about it, or if you think it's necessary to think about it, this involvement of us humans in changes regarding our planet. So please take your voting gadgets. Our hostess has got it up here. Yeah, they are all on the seats, so everyone should have one. And you're holding one up so everyone sees what it is. And please press, I'm not quite sure why it says 113. It should say probably 123. Yeah? So, yeah, high tech still doesn't stand for zero errors. Yeah? So, 1, I have not thought about it. 2, I've thought about it. Or 3, I don't think it's necessary to think about it. Please press your buttons now. 1 button only. Aha, the voting music. Okay, no rigged election, hopefully. Everyone has only voted once. Great. So, what's the outcome? I've not thought about it. Okay, interesting. Roughly, oh, more than 2/3, almost 3/4 of you have not thought about this idea yet. Interesting, isn't it? Because we're all involved in changing the surface of our planet all the time, and especially when we are into tourism. Doesn't matter if on the business side of things or as guests, as tourists. Okay, and now I have to stick to a very tight time frame, especially for the next presentation. Yeah? The next presentation is going to be exactly on this topic. And I would like to introduce Professor Dr. Dietmar Herz and Mr. Klaus Betz to you, who are welcome to come to the stage. Our next session, please, if you would like to, you're welcome to come upstairs. Our next session is on tourism and the Anthropocene, on global effects on destinations, and this session is powered by the Studienkreis für Tourismus. Thank you very much. Would you like to come to the podium? Vielen Dank für die freundlichen Worte und natürlich die Einladung. Ich habe die etwas undankbare Aufgabe, diesen sehr komplizierten Titel in 5 Minuten ein bisschen zu erklären. Ich werde mein Möglichstes versuchen und das in einer Art von Gedankenabfolge machen, vielleicht 3 Gedanken, von denen der erste der wichtigste ist, und 2 ergeben sich aus Folgerungen. Was heißt Anthropozän? Das ist nicht ganz leicht zu verstehen, da der Begriff sehr umstritten ist nach wie vor und keineswegs in der Geologie oder in anderen Wissenschaften darüber Übereinstimmung besteht, was das genau sein soll.
Wenn wir genau sind, erscheint der Mensch als ein Faktor der Erdgeschichte eigentlich schon im Pleistozän. Pleistozän ist griechisch und heißt das am meisten Neue. Und dann kommt die wesentliche Erscheinungsform des Menschen im Holozän. Holozän heißt auf Deutsch das völlig Neue. Wir haben es also hier mit einer Abfolge zu tun, in der der Mensch immer mehr an Gewicht gewinnt. Als ich mich kurz vorbereitet habe für diese Veranstaltung, musste ich an Max Frisch 1979 erschienenen Roman denken, Der Mensch erscheint im Holozän. Und damals haben wir alle noch geglaubt, dass wir im Holozän leben. Und was das bedeutet, ist in diesem Roman sehr schön geschildert. Der Ordnungswille des Menschen unterwirft die Natur, aber er muss sich auch ab und zu der Kontingenz der Natur unterwerfen. Das Anthropozän, vom Menschen gemachtes, Neues heißt das, wörtlich übersetzt, ist nun eine geochronologische Epoche, in der etwas ganz Neues auftritt, das eigentlich alle Lebensformen auf der Erde betrifft, insbesondere den Menschen. Der Mensch ist nicht mehr nur ein gestaltendes Wesen, er ist nicht mehr nur eine Erscheinungsform, sondern der Mensch ist eine geologische Erscheinungsform. Er ist ein geologischer Faktor. Das heißt, die Veränderungen, die sich durch menschliches Handeln ergeben, sind geologische Veränderungen und als solche nicht revidierbar. Ein gutes Beispiel dafür ist der Atombombenabwurf auf Nagasaki und Hiroshima und die Atombombenversuche der frühen 50er Jahre. Die damals ausgestoßene Radioaktivität wird auch in Millionen Jahren, also über das ganze Erdzeitalter, wie immer sich das dann entwickeln wird, spürbar sein, erhaltbar sein. Das Gleiche gilt für eine Reihe von anderen Phänomenen. Die Klimaveränderung, die Aussterbungsraten von Tieren, die Hintergrundaussterbungsraten, Artenverschleppung. Das alles gab es auch früher, aber das unterliegt nun einer großen Beschleunigung. Es beschleunigt sich sehr, sehr stark. Wir haben also eine expandierende große Beschleunigung als Kennzeichen in diesem Anthropozän von geologischen Faktoren, die menschlich gemacht sind. Der Begriff stammt übrigens, für den, der das wissen will, von Paul Crutzen und Eugene Sturmer. Das ist in Nature 2002 wohl am besten dargestellt, eigentlich ein bisschen früher erschienen. Aber diskutiert hat man diese Ideen bereits im 19. Jahrhundert, also über einen langen Zeitraum hinweg. Was heißt das nun? Der Tourismus ist eine aus dieser Sicht destruktive Erscheinungsform, so ähnlich wie die Klimaveränderung. Er verändert und die Veränderungen sind vielleicht irreversibel und tragen zu dieser geologischen Grundveränderung bei. Denken Sie an Tourismus im Himalaya, in der Arktis, vielleicht in der Antarktis in Zukunft und in anderen Gebieten, in denen Entwicklungen dann zu beobachten sind, die wir so nicht kennen. Diese Zusammenhänge wird das Panel sicher ausführlich diskutieren. Ich bin gespannt, wie das sein wird, wenn man ein Phänomen wie Tourismus unter dem Begriff, also als Teil des Anthropozän fasst und was sich für politische Implikationen daraus ergeben. Wie muss ein Tourismus in Zukunft gestaltet werden? Kann man das überhaupt noch den Marktkräften überlassen oder brauchen wir hier längst eine andere Gestaltungsform? So viel als einführende Worte. Ich freue mich darauf, die Diskussion zu hören und bin dann gespannt, wie Sie alle abstimmen, ob Sie sich nun alle mit dem Anthropozän in Zukunft ausführlich beschäftigen werden.
Es gibt da eine umfassende Literaturliste. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Herz, für die einführenden Worte. Ich habe gerade vor ein paar Minuten gehört, dass dieser Begriff immerhin schon dafür gesorgt habe, dass mehrere hundert Leute gegoogelt haben, was es bedeutet. Also immerhin der erste Schritt ist schon getan. Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Klaus Betz. Ich darf Sie durch die nächste Stunde führen und diese Diskussion moderieren. Vielleicht noch vorab, wir werden um 12.20 Uhr und dann nochmal etwa um 12.40 Uhr herum nochmal zwei weitere sogenannte TED-Fragen stellen. Und so wie das gerade unser Tagesmoderator Professor Holzapfel vorgestellt hat. Und doch zunächst möchte ich Ihnen die Podiumsgäste vorstellen. Und vielleicht noch eine Bitte an Herrn Holzapfel, dass Sie mich auch überwachen, ob ich das nicht vergesse vor lauter, ne? Dass ich dann auf diese zwei TED-Fragen zurückkomme, die ich dann noch wieder suchen muss. Okay, vielen Dank. So, rechts neben mir, von Ihrer Seite aus links, sitzt Susanne Götze, freie Journalistin mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Wissenschaft und außerdem stellvertretende Chefredakteurin des Online-Magazins Klimaretter-Info. Und vergangenes Jahr hat sie in ihrem Umweltblog Paris-Marrakesch über eine mehrwöchige klima- und umweltbezogene Reise hin zum Klimagipfel in Marrakesch geschrieben und berichtet. Ich will sagen, sie war mit und bei den Menschen unterwegs und hat aus den unterschiedlichsten Regionen Europas auch über den Klimawandel berichtet. Das ganz kurz dazu. Die weiteste Anreise zu ITB hat Andrew Jones hinter sich gebracht. Er kommt aus Hongkong. Wie er mir erzählt hat, San Diego und London. Das war also ein bisschen kompliziert. Andrew Jones ist Chairman of PATA, der Pacific Asia Travel Association. Und er ist, glaube ich, auch ein langjähriger Mitstreiter in Sachen Umwelt- und Sozialfragen im Tourismus. Und außerdem auch Guardian of the Sanctuary Resort in Hongkong. Ich habe ihn gerade vorhin gefragt, wie soll ich das Guardian verstehen? Und er hat gesagt, mir hat es nicht gepasst, als CEO durch die Lande zu ziehen, sondern ich habe gesagt, ich ziehe es vor, der Guard, also der Hüter des Konzepts zu sein als CEO. Und wenn er den pazifisch-asiatischen Raum vertritt, dann ist das natürlich verglichen mit Europa eine so riesige Region mit so vielen unterschiedlichen Problemen, politisch, klimatisch, touristisch, dass wir nun wirklich froh sind, auch einen Kenner wie Andrew Jones unter uns zu haben. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dann haben wir Harald Seiß, er hat einen wesentlich kürzeren Weg zurückzulegen. Harald Seiß unterrichtet heute Tourismusmanagement und Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt internationaler Tourismus und Nachhaltigkeit an der Hochschule Harz in Wernigerode. Zuvor war er viele Jahre, die meisten wissen es vielleicht, der verantwortliche Nachhaltigkeitsmanager bei TUI Deutschland. Er weiß also auch, welche Überlegungen einen großen Veranstalter in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima bewegen, nehme ich an. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Harald Seiß neben den beruflichen Reisen heute doch einer, der gerne individuelle Reisen, ob mit Rucksack oder Reisetasche, unternimmt, aber jedenfalls nach Möglichkeit unkompliziert durch die Welt reist. Ja. Hat sie es, nur zwischendurch können Sie ja später noch darauf antworten, hat sie nicht gleich gejuckt, als Professor Herz vom Tourismus als einer destruktiven Erscheinung gesprochen hat, aber da können Sie später noch drauf eingehen. So, dann zuletzt darf ich Ihnen Michael Müller vorstellen, zwischen Andrew Jones und Susanne Götze. Er ist einer der langjährigsten SPD-Umweltpolitiker und ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium. Und Martin Müller ist zugleich auch Präsident der Naturfreunde Deutschlands. Und in diesem Zusammenhang werde ich ihm praktisch die erste Frage stellen, oder damit möchte ich eigentlich anfangen. Die erste Frage resultiert oder hat ihren Ausgangspunkt vor 120 Jahren, 1899.
1899 gründet ein Kreis von gleichgesinnten Menschen aus dem Arbeitermilieu in Wien einen Verein, der sich dafür einsetzt, für die Menschen freien Zugang zur Natur zu erkämpfen. Das war damals noch ein Privileg der Adeligen und der Oberschicht. Die arbeitende Bevölkerung sollte endlich das Recht bekommen, auf die Berge steigen zu dürfen. Die waren gesperrt für das Normalvolk. Und das haben hat dieser Kreis von dieser neu gegründete Arbeiterverein bewirkt, und daraus ist dann die Naturfreunde-Bewegung entstanden, die heute international etwas knapp um die 600.000 Mitglieder hat, Herr Müller, und in Europa und aber auch seit knapp 10 Jahren in Afrika vertreten ist. Weshalb ich mit den Naturfreunden anfange, hängt damit zusammen, es ist eigentlich etwas Merkwürdiges geschehen in dieser 120 Jahre währenden Geschichte der Naturfreunde. Lange Zeit galten die Naturfreunde lediglich als Touristenverein. So haben sie sich selbst apostrophiert, wenn man so will, ein Reiseveranstalter für die Arbeiterklasse mit eigenen Übernachtungshäusern. Doch in den 1980er Jahren wurde aus dem Touristenverein auch ein tourismuskritischer Verein. Und heute kann man die Naturfreunde als Verband für Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus ansehen. Und jetzt die Frage, wie kommt das, Michael Müller? Woher kommen diese Veränderungen? Woher kommt, wenn ich so will, sagen darf, die Lernfähigkeit? Und was bedeutet diese Lernfähigkeit auch für unser heutiges Thema Tourismus im Anthropozän? Und Sie haben ja, wie ich auch nachgelesen habe, für die Zeitschrift Movum einen Grundsatzbeitrag dazu geschrieben, in dem Sie sowohl vor den Risiken gewarnt haben, aber auch für die Chancen geworben haben. Herr Müller. Vielleicht noch zu den Naturfreunden. Die wurden 1895 in Wien von dem späteren Staatspräsidenten Österreichs Karl Renner gegründet. Und oft waren auch die Vorsitzenden Staatspräsidenten, zuletzt Helmut Fischer. In Deutschland übrigens ist Willy Brandt ein Produkt der Naturfreunde, nämlich des Osterausflugs der Gruppe Lübeck 1912 auf die Ostseeinsel Plön. Am Ende kam der kleine Herbert, später Willy, auf die Welt. Es ist aber nicht so, dass wir erst in den 80er Jahren dieses Thema aufgegriffen haben. Also beispielsweise die Naturfreunde haben in Deutschland schon 1953 den Beschluss gefasst, aus der zivilen Nutzung der Atomenergie auszusteigen. 1953. Und sie waren auch beispielsweise in der Zeit des Nationalsozialismus nicht eine von den Gruppen, das waren die allermeisten, die sich schnell angepasst haben, sondern ungefähr 10% unserer Mitgliedschaft ist im KZ umgekommen. Also es war immer sozusagen eine eher politische Orientierung, die wir hatten. Und so haben wir auch schon 1961 unser erstes Umweltprogramm gehabt, 1961. Der Kern ist aus meiner Sicht heute interessanter denn je, weil wir ausgehen von dem gemeinsamen Verständnis der Bekämpfung, der Zerstörung der Natur und der Ausbeutung des Menschen. Also insofern soziale und ökologische Fragen miteinander zu verbinden. Ich persönlich kann dazu auch noch sagen, ich war deshalb nicht, glaube ich, nicht von ungefähr auch einer der Berater von Frau Bundland in der Nachhaltigkeitskommission. Ne? Also jedenfalls eine Historie, die immer davon ausgegangen ist, dass nur der freie Mensch auch die Natur schützen kann. Und das ist der Konflikt, der sich heute in einer ganz anderen Dimension im Zusammenhang mit dem Anthropozän stellt. Ich kann die einleitenden Worte nicht teilen. Der 34. Weltkongress, der erst Ende letzten Jahres stattgefunden hat, der Weltkongress der Geologen, hat bei nur einer Gegenstimme das Konzept des Anthropozäns angenommen. Und die dafür zuständige internationale stratigraphische Gruppe,
die also für die Einteilung der Erdepochen zuständig ist, hat auch einstimmig empfohlen, die Umbenennung in Anthropozän vorzunehmen. Ich weiß nicht, wo er sein Wissen hat, ist aber offenkundig nicht auf dem neuesten Stand. Der Begriff des Anthropozän ist übrigens nicht erst im Jahre 2000 entwickelt. Erste Wurzeln gehen zurück auf 17. Jahrhundert. Aber entscheidend ist natürlich ein Aufsatz von Paul Krutzen, dem Chef des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz, mit dem Titel Die Geologie der Menschheit in Nature im Jahre 2002. Da fing das die Debatte richtig an. Und man muss einfach nur sehen, Paul Krutzen wurde dadurch der meistzitierteste Naturwissenschaftler der Welt über 4 Jahre. Also, jetzt sieht es so aus, als ob die Umbenennung erfolgt. Und das zentrale Problem will ich eben schildern. Die Akademie der Wissenschaften Asiens, das sind 26 nationale Akademien unter der Führung von China, haben ein Dokument veröffentlicht, das heißt Vorwärts zu einem nachhaltigen Asien. Und da sagen die, die Zeit des Nachholens, die Zeit der Wachstumsfixierung ist vorbei. Es geht jetzt darum, wer als Erster, und wir, die Akademie der Wissenschaften Asiens, sehen unseren Hauptkonkurrenten da in Europa, wer zuerst sozusagen die neuen Weichenstellungen hin auf eine qualitative Entwicklung, also auf eine nachhaltige Entwicklung stellt. Und wir glauben, dass China bzw. Asien das schneller schafft, weil wir erstens den größeren Markt haben, zweitens eine größere Kultur des Bewahrens und drittens, weil wir nicht diese sehr komplizierte, schwierige Demokratie hätten. Das sagen die in aller Schärfe. Also insofern ist die Kernfrage, um die es geht, ist die Demokratie fähig, mit Grenzen umzugehen? Wir sind in einer Welt, in der seit etwa dem 17. Jahrhundert die Idee der europäischen Moderne die Idee der Linearität ist, also der ständigen Vorwärtsbewegung der Gesellschaft, diese schneller, höher, weiter als Symbol des Fortschritts. Und genau das ist mit den planetarischen Grenzen, also mit der Frage des Anthropozäns, nicht vereinbar. Und jetzt stellt sich die Frage, ist eine Gesellschaftsordnung, die auf der Basis von Aufklärung, Freiheit und Vernunft aufgebaut ist, in der Lage, einen solchen Umbruch zu organisieren? Ist sie dazu in der Lage? Und da stehen auch die meisten Fragen. Vielen Dank. Jetzt muss ich natürlich gleich im Stichwort Asien an Andrew Jones weitergeben und auch an Harald Seiss. Andrew, wir haben gerade gehört, dass unter Umständen der Umbruch in nicht-demokratischen Gesellschaften leichter zu organisieren sei. Können Sie sich das vorstellen? Okay, I'm going to speak in English, if you don't mind. I don't necessarily agree with that totally. I understand that in some societies, more structured societies, it may be easier to manage some of the situations and to control situations. But I always frame it in the context of, I'll say, public and private cooperation, because we need the governance, good governance, in any community, whether it's in Asia or in Europe. And then so that's the public side of it, that's the governance. And then we work with the private entities for the development of tourism in those areas. And if we can get the business and community in balance, then we can have, I think, a productive and beneficial, mutually beneficial situation to develop tourism. And I'm only speaking about tourism in that regard. I travel 50 to 70% of my time around Asia. I've lived in Hong Kong and in the Asia region for about 30 years now, and seen many different types of developments around the region. And there are a lot of challenges in Asia and for development, and we have one of the fastest growing
tourism markets, both inbound and outbound. And when we talk about the Chinese, we're talking about hundreds of thousands of people traveling. So they're definitely going to make a footprint on our world and on our destinations. And so these are some of the factors that we have to look at. If you're in China and you want to build a new city or a new airport or a new tourist attraction, you can do that very quickly because, as was just stated, it's not really a democratic process. It's you will build that tourism project over there with an airport and all the facilities, and it'll be ready in 2 years, and it will be ready in 2 years, I can assure you. In some of the more democratic communities, it's a nice goal and it's working towards it, but probably isn't going to happen, such as probably in India or some of the other countries where it's more a democratic process. I'm not saying that's good or bad, it's just the reality of how business is being conducted or the development of those communities. It's unfortunate that in a lot of places corruption and some of those aspects come into play in terms of how we manage that process, but it's a fact of life in many developing areas. Ich nehme an, Professor Zeiss will jetzt gleich loslegen. Ich habe das Gefühl, er sitzt schon wie auf der, nicht auf der Folter da, aber doch gespannt, ne? Ja, ich bin sehr erfreut, wie sich hier die Diskussion schon in den ersten 10 Minuten fast schon philosophischen Themen hier zuwendet. Ich bin auch der Ansicht, dass wir vor einem enormen Problem stehen, weil die Verbindung zwischen dem, was wir tun und welche Ereignisse das mit sich bringt, die ist mehrfach voneinander getrennt. Also zum einen, wenn... Inwiefern? Ja, also gerade beim Tourismus. Also wenn ich jetzt in den Flieger steige und CO2 emittiere, dann verteilt sich das schön über die ganze Welt. Der Schaden, der dadurch entsteht, der betrifft nicht mich direkt und mein Leben. Jedenfalls nicht sofort. Und da kommen wir schon zum zweiten Problem, nämlich es in die Zukunft gelagert, bis überhaupt was passiert. Wir sehen zwar schon erste Auswirkungen, aber das ist auch nicht sofort. Das ist ein großer Unterschied zu der Situation, ich lege meine Hand auf eine heiße Herdplatte. Da bin sofort ich betroffen und nicht die anderen und eben direkt. Und ich sehe das auch an der Hochschule, also obwohl alle Studierende das Konzept kennen, dass es besser ist, wenn man sofort mit dem Lernen startet, damit man gut vorbereitet ist für die Klausur, gibt es doch einen sehr hohen Prozentsatz, die starten 2 Tage vorher oder in der Nacht vor der Klausur. Denn die merken, wenn ich jetzt was nicht tue, dann bin ich betroffen und zwar sofort. Am nächsten Tag sitze ich in der Klausur und dann geht's schief. Also ich glaube, es ist etwas, was im Menschen liegt, dass wir uns so schwer damit tun, die Auswirkungen, die insbesondere mit dem Klimawandel verbunden sind, da aktiv zu werden. Und ich nehme mich selbst nicht aus und das zeigt mir an meinem persönlichen Beispiel, wie schwierig es ist, Verhaltensänderungen hinzubekommen. Und jetzt eben zu Herrn Müller, der sagte, das schaffen Asiaten vielleicht besser als, oder schafft eine, ja was, eine Diktatur oder was, eine sozialistische? Die sagen es, genau. Kurzum, ist die Demokratie in der Lage, das zu regeln? Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, wir brauchen eine Ökodiktatur, die nämlich genau das herstellt und sagt, was wir heute tun, wird künftig enorme Probleme verursachen. Deswegen stellen wir die Weichen dies heute um und wir warten nicht erst, bis wir eine gemeinsame Meinung haben, die dazu führt, dass wir uns alle damit abfinden, sondern wir werden vermutlich dazu kommen, dass wir uns regulativ sehr stark einschränken müssen, hin wieder zu einem Niveau, das eben genügsam ist, suffizient und das unsere Erde verkraften kann. Lassen wir das jetzt zunächst so stehen, weil ich nämlich von da aus auch übergehen zu Susanne Götz. Jetzt brauchen wir noch ein Mikro. Ja, okay. Da waren ja schon ein paar Ansätze drin. Ich weiß, Sie haben vor kurzem zum Beispiel über den Wassermangel in Andalusien berichtet. Ja? Und das ist ja nun mal ein recht beliebtes Reiseziel. Was ist da los und was sind die Gründe dafür? Denn offensichtlich haben wir ja auch hier ein Erkenntnisproblem oder ist schon die Erkenntnis eingetreten, dass es Probleme gibt. Genau, auf meiner Reise sind mir viele Sachen passiert, habe ich viele Sachen gesehen, die jetzt auch gerade angesprochen sind, die auf jeden Fall alles damit zu tun haben. Ich will mal ganz kurz bei diesem Beispiel Demokratie anfangen. Und zwar bin ich nach Marokko gekommen und da gibt es seit letztem Jahr ein Plastiktütenverbot.
Der König hat von einem Tag auf den anderen durchgesetzt, dass Plastiktüten verboten werden. Und es gibt hohe Strafen, also für kleine Leute 1.000 Euro, 2.000 Euro, sehr viel Geld, die sie bezahlen müssen, wenn sie Plastiktüten ausgeben. Und das hat er von einem Monat auf den nächsten umgesetzt. Und dann habe ich in meinem Blog so ein bisschen, ein bisschen humorvoll geschrieben. Das ist ja schon interessant, weil parallel hier in Deutschland wird es seit Jahren versucht, diese Plastiktütenflut einzudämmen. Und unsere Umweltministerin hat gerade mal eine freiwillige Selbstverpflichtung hinbekommen. Das ist einfach nur zum Thema Demokratie und in dem Fall Königreich oder Diktatur. Ich bin mir, das Fazit der Geschichte war, ich bin mir, also natürlich möchte ich auch nicht in Marokko unter einem König leben, aber trotzdem ist es so, denke ich, dass hier auch unsere Regierung oder beziehungsweise unsere Regierungen die Dringlichkeit vieler Probleme vielleicht einfach noch nicht so wahrgenommen haben und die Lobbys es einfach immer wieder schaffen, sich durchzusetzen. Das ist ein ganz klares Spiel der Demokratie und denke, da muss man ansetzen. Was die Andalusien hast du gefragt, ja, genau. Genau, und auf dieser Reise, also was interessant ist, ich habe unwahrscheinlich viele Leute getroffen, also vom Bauern bis zum Forscher war irgendwie alles dabei. Und der Untertitel der Reise war auf den Spuren des Anthropozäns. Und ich habe die Leute halt gefragt, inwiefern der Klimawandel in dem Fall, also Teil des Anthropozäns, schon ihr eigenes Leben betrifft, beziehungsweise was sie tun. Und interessanterweise war halt, wie gesagt, vom Bauern bis zum Forscher, habe ich ganz viele Leute getroffen, für die das einfach eine absolute Realität ist und die jetzt damit arbeiten und jetzt versuchen, Prävention zu betreiben, Anpassung zu betreiben. Es ist also nicht mehr die Frage, passiert das vielleicht oder wird das irgendwann mal Realität sein, sondern es ist für diese Leute Realität. Um auf Südspanien zu kommen, da ist es so, es gab eine Studie von der Universität Marseille im letzten Jahr, die voraussagt, bis Ende des unseres Jahrhunderts wird Südspanien verwüstet sein. Also die Sahara pirscht sich an Europa ran und die Wasserressourcen gehen einfach massiv zurück. Und die Recherche da hat ergeben, dass einfach das Problem ist vor allem das Wassermanagement, dass einfach die Regierungen bzw. die lokalen Wasserbehörden das nicht im Griff haben und einfach zu viel Wasser ausgeben. Und wenn diese Wasserspeicher einmal ausgetrunken sind oder verduscht sind, dann kommt da auch nichts nach. Und ein großes Problem, warum es immer weniger Wasser gibt, natürlich der Früchteanbau, das ist natürlich der Garten Europas, das sind also Früchte, Gemüse und so weiter, aber natürlich auch der Tourismus. Und es ist das gleiche Phänomen, wie wir es zum Beispiel auch in Kalifornien hatten, als jetzt die Dürre war, was am Ende bewässert wurde, bis zuletzt, auch wenn die größte Dürre herrscht, waren die Golfplätze. Und da muss man sich halt schon fragen, wo die Prioritäten sind und vielleicht auch mal so ein bisschen weiter in die nächsten Jahrzehnte Generationen denken, weil diese Wasserressourcen kommen, die werden einfach nicht wieder aufgefüllt. Wenn die einmal weg sind, sind sie weg oder nur zum Teil. Gut, ich muss natürlich schon Wert darauf legen, dass wir hier nicht in eine schiefe Ebene geraten mit der Diskussion über die Unfähigkeit der Demokratie und die Fähigkeit der Diktaturen. Das ist ja klar, deswegen will ich es ja auch unbedingt korrigieren. Ich glaube, darum kann es hier nicht gehen. Es war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Müller, von Ihnen zitiert, dass die glauben, es gelänge in einer wie auch immer gearteten Diktatur besser. Na, täuschen Sie sich nicht, das denken viele auch in Europa. So ist das nicht. Also ich halte das für grundfalsch. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Demokratie das Problem bewältigt. Ich bin aber nicht sicher, ob die Demokratie es schafft. Das ist mein Punkt. Und ich will das auch verdeutlichen, weil natürlich haben wir jetzt globale ökologische Herausforderungen, wie die Erdsystemforschung belegt. Also die hat die Erde in 9 Dimensionen eingeteilt, wo wir an Grenzen geraten, an planetare Grenzen. Und in 3 Bereichen, 3 Dimensionen haben wir in der Zwischenzeit die Grenzen überschritten. Das ist beim Stickstoffkreislauf, das ist bei der Biodiversität und das ist beim Klimawandel. Beim Süßwasserverbrauch und der Bodennutzung sind wir knapp davor. In einem Bereich, also das ist der Zustand der Ozeane, ist die Situation auch kritisch. Und 2 Bereiche sind noch nicht erforscht. Die einzige Verbesserung ist
der Ozonabbau. Nur der Ozonabbau war auch ein vergleichsweise leicht zu lösendes Problem. Es gab in der Welt nur 12 Firmen, die die Halon und FCKWs hergestellt haben, und es gab Ersatz. Die waren zwar etwas teurer, aber das gab es. Also insofern, das war im Vergleich beispielsweise zum Klimawandel oder zur Mobilität und so viele einfachere Fragen. Ne? Und jetzt ist die Frage, haben wir ein Bewusstsein von den Gefahren? Und da sage ich, es weiß zwar jeder über die Gefahren, aber die Konsequenzen in einer Zeit der sozusagen des Regimes der kurzen Frist, wo alles nur auf hier und jetzt ausgerichtet ist, wo wir von starken Gegenwartsinteressen dominiert werden, ist unheimlich schwierig. Und es kommen zwei dramatische Fragen noch hinzu. Die Auswirkungen der globalen Umweltzerstörung sind auf tragisch ungerechte Weise auf soziale Schichten und Regionen verteilt. In der Regel sind die Hauptverursacher nicht die Hauptbetroffenen. Und auch das verhindert sozusagen die Reaktion schnell genug. Und das Zweite ist beispielsweise, wenn ich den Klimawandel angucke, der hat einen zeitlichen Anpassungsprozess von etwa 5 Jahrzehnten. Also im Kern, das, was wir heute an Klimawandel erleben, wir haben ja während der Pariser Konferenz die menschenbedingte Erwärmung von mehr als 1 Grad erreicht. Wenn ich mir das angucke, dann muss ich wissen, das ist im Augenblick die Anreicherung in der Chemie und Dynamik der Atmosphäre von etwa 1980. Alles, was danach kommt, ist im System noch gar nicht drin. Also insofern, das sind dramatische Fragen, die es natürlich unglaublich schwierig machen für eine Demokratie, die mehr denn je sozusagen nur noch spezialisiert und gegenwartsorientiert ist. Aber ich sage nochmal, ich glaube nicht, dass eine Diktatur das Problem lösen kann. Im Gegenteil, ich befürchte, eine Diktatur macht den Widerstand gegen Änderungen noch härter, führt zu unglaublichen Legitimationskrisen und was auch immer. Insofern sind wir in einer ganz schwierigen Frage, wie wir die Demokratie weiterentwickeln und wie wir überhaupt gesellschaftliche Handlungsfähigkeiten in so großen globalen Fragen herstellen können. Direkt dazu, Herr Zeiss. Ja, direkt dazu. In der Demokratie brauchen wir immer Mehrheitsfähigkeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Haken. Ich stelle mir vor, wir sind jetzt bei hoffentlich Peak Consumption, also mehr Konsum wird hoffentlich nicht sein, zumindest nicht in der westlichen Welt. Das hält eben die Erde nicht aus. Und dann habe ich das Bild einer großen Party vor mir und in diese Party ruft einer rein, wir müssen jetzt aufhören und alle bleiben zum Aufräumen. Ne? Das ist nicht mehrheitsfähig. Sie wollen alle weiter feiern. Ich denke, da befinden wir uns auch. Und Tourismus gehört letztendlich auch zu dieser. Ich sehe, es ist politisch nicht erwünscht, dass ich hier über dieses. Nein, Spaß. Tourismus gehört letztendlich auch zu dieser Party dazu und ist Teil unseres Konsums, Teil unserer Gesellschaft. Und die spannende Frage ist: Können wir unsere Vorstellung von Konsum so ändern, dass sie wieder verträglich ist mit dem, was unsere Erde leisten kann? Beispiel, was ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen, wenn sie über ihren Urlaub sprechen, dann sprechen sie über das Ziel. Das heißt, es kommt eine Familie aus dem Urlaub zurück und die Nachbarin fragt, wo wart ihr? Und dann heißt es Mallorca oder oder Dominikanische Republik und dann, das reicht schon, dann war es wohl schön. Und es geht nicht, seid ihr entspannt, habt ihr euch erholt, habt ihr euch nicht gestritten. Also das, was de facto die Qualität des Urlaubs ausmacht, das Erlebnis, die Entspannung, die Erholung, Familien, die wir zusammen haben, das spielt gar keine Rolle. Da reicht ein Begriff, Malediven, und schon ist die Frage beantwortet, dann muss es ein guter Urlaub gewesen sein, egal ob es vielleicht der schlimmste Urlaub überhaupt war, und alle sind zufrieden. Und diese Idee, von der müsste man im Tourismus abkommen, mehr zu den Inhalten, zum Erlebnis, und dann könnte man vielleicht auch viele touristische Produkte so gestalten, dass sie wesentlich nachhaltiger sind, als sie es heute sind. Okay, das gibt mir jetzt die Gelegenheit, wenn man Tourismus als Konsumphänomen nimmt, kurz die zweite TED-Frage zu stellen.
Bei der ersten, muss ich sagen, war ich noch etwas unaufmerksam. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, wie die Resultate waren. Jetzt bei der zweiten geht es eigentlich um die Frage an Sie, liebe Zuhörer. In welchem Maße ist der Tourismus für den Klima verantwortlich, generell mal? Der weltweite Tourismus, das wäre dann die Eins. Der weltweite Tourismus ist nur zu einem sehr kleinen Teil für den Klimawandel verantwortlich. Zunächst sind die großen Verursacher des Klimawandels in die Pflicht zu nehmen und nicht die Tourismuswirtschaft. Wenn Sie dieser Meinung sind, bitte die Eins drücken. Dann wäre als nächstes: Der weltweite Tourismus ist wie viele andere Wirtschaftssektoren für den Klimawandel verantwortlich. Wie andere Wirtschaftssektoren muss auch die Tourismuswirtschaft als Mittäter ihren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. In diesem Fall, wenn Sie dieser Meinung sind, bitte die 2 drücken. Und die dritte Variante wäre: Der weltweite Tourismus ist überwiegend ein Opfer des Klimawandels. Wenn Sie dieser Meinung sind, bitte die 3 drücken. Dankeschön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, innerhalb von 10 Sekunden. Ja, geben Sie Herrn Hobelzapfel das Mikro. Ja, das ist nett. Please just bear in mind that the numbering is incorrect. So 1, 2 and 3. It's not 1, 1, 3 as the options. Yeah, unfortunately, we've got these small mistakes on the slides. So 1 is only to a very small degree, 2, oh, thank you, you've corrected it already, great, responsible, and then I don't have to continue, you know what to do. So, das überrascht mich jetzt auch, ja. Also in dem Fall greife ich natürlich ein Stichwort von Susanne Götze auf, wenn ausgeduscht ist, ja. Also wenn der Wassermangel sich so weit verbreitet hat, dann werden ja diejenigen, die das Wasser nicht mehr haben, als Erste gezwungen sein, sich anzupassen. Aber in welche Richtung und wohin? Denn es ist ja auch das Stichwort Golfplätze, bisher immer noch die Gewohnheit des Menschen, wenn etwas irgendwo nicht klappt, dann suchen wir uns halt eine andere Region raus, wo es noch klappt. Ich meine, und das Gleiche auch, Herr Zeiss, noch an Sie gleich zusätzlich. Ihre jetzigen Studenten sind ja wahrscheinlich die erste Generation, die möglicherweise davon betroffen ist, die sogenannte Büßergeneration. Wie gehen Sie damit um und wie diskutieren Sie das mit den Studenten? Aber zunächst Susanne Götze. Also, das passt ein bisschen vielleicht auch, gehe ich hier nochmal ganz kurz auf die 3 Fragen ein. Und zwar, ich glaube, das ist so ein bisschen 2 und 3, weil natürlich sind die Destinationen und die Leute, die dort vor Ort Tourismus betreiben und vor allem gerade in Entwicklungsländern, ist es ja auch eine sehr wichtige Sache, sehr wichtiger Wirtschaftszweig, von dem viele Leute leben und ihr Brot mitverdienen. Und natürlich sind die auch am Ende auch Opfer. Und in dem Fall ist der Tourismus auch Opfer dieses Klimawandels, weil bestimmte, also nicht nur die Leute, die ihn betreiben, sondern natürlich, weil bestimmte Destinationen auch irgendwann einfach verschwinden werden, beziehungsweise wo keiner mehr hinfährt. Und da sind wir dann bei der Anpassung, mal vielleicht ein paar Beispiele zu nennen. Ich war gerade in Lappland, in Nordfinnland, und ja, und da habe ich mich vor allem mit Tourismus beschäftigt, und da gibt es in Rovaniemi, das ist am Polarkreis, das sogenannte Santa Claus Village, also da wohnt der Weihnachtsmann, also riesen PR-Ding, so das Disneyland Lapplands, kann man so sagen. Und ja, aber jetzt haben die das Problem, dass der Winter immer später kommt, und was ist der Weihnachtsmann ohne Schnee? Also wenn es da tröpfelt und grau ist und grün, und dann fährt keiner mehr dahin ins Santa Claus Village. Und deswegen, jetzt kommen wir zum Thema Anpassung. Was machen die Tourismusleute dann vor Ort, wenn da kein Schnee liegt? Weil das ist einfach mal das Markenzeichen, zum Weihnachtsmann gehört Schnee. So.
Und da haben die jetzt mehrere Firmen engagiert, die diesen Schnee aufheben über den Sommer, also über den lappländischen Sommer. Und storagen, also speichern, in großen Speichern heben die den Schnee auf. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch noch Schneemaschinen, aber das Neue fand ich, dass man diesen Schnee aufhebt vom letzten Jahr und ihn dann so richtig verstreut, vor dem Village natürlich, aber auch vor den Hotels, so ein paar Loipen streut, dass die Leute dann auch Skier fahren können. Ja, das wäre so ein Beispiel für Anpassung im Tourismus. Eine eigenartige Form von Anpassung, ja. Ich glaube, Herr Andrew Jones wollte da direkt was dazu sagen. Okay, dann, ihr müsst euch reinigen. Meine Antwort ist auch ganz kurz. Ich glaube, die Studenten sind nicht die erste Generation, die betroffen ist. Wir sind schon betroffen. Es ist nur eine Frage, wie stark wir betroffen sind. Aber ich meine, Regionen sind schon sehr heiß geworden. Es gibt eben immer mehr Naturphänomene, die letztendlich den Tourismus betreffen. Also wir sind schon mittendrin. Es ist nur die Frage, wie weh tut es. Aber Sie hatten es ja auch gesagt, Frau Götze, die Menschen sind schon mittendrin dabei, den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. Andrew? I just want a couple of comments. First of all, I think the younger people are more sensitive or actually more focused on it because, let's face it, it's their future, probably the more some of the older members of our communities. But also, I'm involved in creating resorts around the region of Asia Pacific. And I have to be really a lot more aware of the climate change because it will affect my markets from a business aspect as well as anything else. It does affect the communities as well. But you know, if I'm doing a beach resort somewhere in the Philippines, I've got to think about what's going to happen with that weather, with the tides, with the sea, with the water. A lot of these things happen. I was talking earlier to Klaus about, you know, I've lost a resort in the tsunami, right? And we, in one of our resorts in the Philippines, we spent 3 months after Typhoon Haiyan doing relief work for the community because it flattened the people around us. And these aspects are very important when we're talking about tourism and where we're developing and how we're developing and why we're developing. So I notice it. I see climate change. I can, from a business perspective, it is always on my mind now, as well as other risks and other issues. So it is a very important factor. And where you're going to site the resort and how far from the shoreline and things like that, some of these things start to have an impact. It's also about how we're going to feed the resort from the local, from the fisheries, from the what's happening with marine conservation, with the water. You know, in some of the island properties or island resorts now, you know, the amount of water pollution is rising, which affects not only the resorts but also the local community, and the ability to go out and get fresh fish and things like that are also having an impact. Plastics are infiltrating into our whole food chain through fish and these areas. These are some of the very critical issues that we need to look at from an industry point of view. And going back to what Howard is saying, you know, look, this consumerism is great. And go out of this door. You look at this show, right? It's on a roll, right? How are you going to sort of cut that back? And do we have to? Maybe we don't. But these are the aspects that we need to look about responsible, sustainable tourism. And that goes back to my earlier comments about it's the governance, good governance, working with the private sector. And I think it's achievable. There are other areas such as manufacturing and automobiles and things that have, I think, greater impact. And I think that was showing up in how people are voting. But tourism has to play its part. And it's a two-way street. Because if we kill that goose that lays the golden egg, which is the natural environment, which is why people go to these places, then we won't have a product to sell anyway. Genau, ganz kurzes Kommentar dazu, weil genau, also das Beispiel, was ich gebracht habe, war ein bisschen humorvoll, aber natürlich hat das schon heute unglaubliche ökonomische Auswirkungen, was Sie gesagt haben.
Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, also auch was die Korallenbleiche und solche, also wirklich Sightseeing-Sachen angeht, die heute schon verschwinden. Aber trotzdem will ich nochmal, was die Anpassung betrifft, feststellen, dass es gibt, lange haben wir über Mitigation gesprochen, also über die Reduzierung von CO2 und über internationale Klimapolitik, also wir sprechen da immer noch drüber, aber gerade was jetzt Tourismus betrifft und solche Bereiche, sprechen wir immer mehr von Anpassung. Also jetzt, die Anpassungsdebatte ist unglaublich explodiert in den letzten 10 Jahren, vorher, also vor 10 Jahren, als ich, so 15 Jahren, als ich angefangen habe als Journalistin, da hat niemand über Anpassung gesprochen und alle über Mitigation. Heute reden wir fast nur noch, also nicht fast nur noch, aber sehr, also sehr im großen Teil um Anpassung. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier die Sandsäcke und den Küstenschutz und wir müssen die Korallen wieder aufpäppeln und so, aber dass wir so ein bisschen dieses große Bild aus den Augen verlieren, dass es hier wirklich um die Reduktion von Treibhausgasen geht. Und das heißt im Endeffekt irgendwo auch Verzicht. Das muss ich jetzt mal so in den Raum stellen, beziehungsweise eine Veränderung, Verzicht ist das negative Wort, man könnte auch sagen eine Veränderung des Lebensstils, weil ohne eine Verhaltensänderung, das heißt jetzt nicht automatisch, ich muss jetzt weniger und ich muss zu Hause sitzen und kann nicht mehr rausgehen und nirgendwo mehr hin verreisen oder so, aber trotzdem muss man sich sagen, am Ende, was die Ressourcen, was auch Herr Müller ansprach, den Grenzen der Ressourcen, heißt es, wir müssen irgendwo unser Verhalten ändern. Und ich bin aber der Meinung, dass das eben nicht unbedingt negativ sein muss, sondern eben gerade, wir haben auch gesagt, das Reisen, ich war auf den Malediven, das heißt nicht unbedingt, dass es der Traumurlaub war. Und ich glaube, das muss man ein bisschen demaskieren. Also in dem Punkt muss man den Tourismus, die Tourismusindustrie auch demaskieren. Wobei das Malediven zum Beispiel fehlt, nicht das letzte Malediven. Ich schließe mich dem Argument an, aber die Anpassung findet dann nicht beim Produkt statt, sondern beim Kunden. Das ist der Punkt. Wenn ich anfange, Schnee in Lappland zu produzieren, dann verändere ich das Produkt und mache es wieder so, wie es vorher war. Aber Sie sprechen es an und ich bin der gleichen Meinung, es muss der Konsument muss Anpassungen vornehmen hinsichtlich seiner Bedürfnisse, hinsichtlich seiner Reisemotive, hinsichtlich seiner Wünsche an Erholung und Urlaub und Entdeckung. Naja, aber die Reiseindustrie, würde ich mal sagen, schafft natürlich Anreize, um nichts verändern zu müssen, weil ja, wie wir alle wissen, mit Urlaub ein Versprechen verbunden ist. Also ich will nicht gleich sagen ein Paradiesversprechen, aber ein Versprechen. Just give him the microphone once more. Just a quick reply. Yeah. Teile ich nicht hundertprozentig. Also das ist zu einfach zu sagen, ja, es ist die Industrie, die schafft ein Angebot und die Menschen kaufen das dann und das ist dann die Nachfrage. Beispiel, großer Reisekonzern TUI hat ein Angebot geschaffen für nachhaltige Hotels, Viverde. Das lief 3 Jahre, es war wirklich sehr gut ausgearbeitet, der Vertrieb wusste, wie man das verkauft und sie hatten auch eine Vorstellung, was dort geboten wird. Der Slogan war, mal wieder das Gras unter den Füßen spüren, was ich sehr schön finde, weil es genau das zum Ausdruck bringt, was eben eine Verhaltensänderung ist. Ne? Urlaub als Selbsterlebnis. Kleine Hotels in Regionen, die wenig touristisch waren. Nach 3 Jahren wurde es eingestellt, weil nicht genug Leute gebucht haben, weil das Angebot nicht angenommen wurde. Das heißt, es reicht nicht, ein Angebot in den Markt zu bringen und es wurde wirklich gut beworben und gut umgesetzt. Am Ende muss es der Kunde auch buchen und der Kunde macht nicht alles mit und er lässt sich auch nicht sagen, oh schön, ja dann buche ich das, sondern die haben eine ganz klare Vorstellung, in der Sonne liegen, deutsches Essen, all inclusive, in bekannten Destinationen, nach Hause kommen, entspannt, satt und der Nachbarin sagen können, ich war da und da, alles fein. Das ist das, was beim Kunden sich verändern muss. Andrew, yes, thanks. I just want to add to that, because I think TUI was a leader, actually, and maybe a little bit before their time. I started this about 20 years ago with Sanctuary Resorts and had some of the same sort of funny looks from people when I told them what I was setting up in terms of the resorts and environmentally friendly and all this sort of thing. But I think a couple of things. One is that the research that Pata is doing about millennials, about the young people, is that they want to go to different locations. They want to have unique experiences with the communities. They want to engage with the communities. They want to be involved in the communities, right? Which I think is very positive. The thing is, these communities need the tourists to have a better life and to improve their situations from an economic point of view. It's then how do we marry these goals and objectives and missions to make a win-win outcome for all concerned?
because I think that's important too. And so we want to encourage, I think, tourism from a point of doing good in communities. I think tourism can be a force for good. I think it creates a better understanding between nations and people. And even shows like this and our discussions here is always a positive, but it needs to be, you know, managed well, maybe. Michael, ist liegt da noch Mikro? Ja, okay. Beim Stichwort Anpassung möchte ich auch nochmal auf Ihre Argumente oder auf Ihren Hinweis zurückkommen, dass die Hauptverursacher nicht die Hauptbetroffenen sind. Ja? Wie könnte man denn dann dazu kommen, dass die Hauptverursacher auch davon betroffen sind? Weil wenn man jetzt mal von Europa, jetzt sagen wir mal Richtung Asien schaut, die Taifune, die Inselgruppe Tuvalu, wenn also der Meeresspiegel ansteigt, ist gefährdet. Das ist ja alles sehr, sehr weit weg. Und verursacht wird es dann an einer ganz anderen Stelle. Wie könnte man dann auch das Verhalten so anpassen, dass man verdeutlichen kann, wo die Ursachen liegen? Ich möchte gerne gleich noch was zur Anpassung sagen, gehe aber erstmal darauf ein. Also eins der zentralen Probleme ist, dass wir zwar nicht die ökologischen Folgen, aber die sozialen Folgen zu spüren bekommen. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn ich die Studie des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen der Bundesregierung in Deutschland nehme, dann kommt die zu dem Ergebnis, dass also vor allem in Afrika, aber auch in Asien aufgrund des Klimawandels enorme Konflikte und Migrationsbewegungen ausgelöst werden. Also alleine für Afrika wird die Zahl der potenziellen Migranten aufgrund von der Erderwärmung auf ungefähr 46 Millionen geschätzt. Das ist keine Kleinigkeit mehr. Also insofern, man muss einfach mal sehen, eine Erwärmung von 2 Grad auf der Erde würde bedeuten, in weiten Teilen Afrikas eine enorme Versteppung und damit Verschlechterung der Ernährungsgrundlagen. Das Patterson-Institut in Washington kommt zu dem Ergebnis, dass innerhalb der nächsten 20 bis 25 Jahre knapp 30 Länder einen Ernterückgang von ungefähr 20% zu befürchten haben. Das ist dramatische Folgen in den Konsequenzen. Also wir haben da Synergien durch Bevölkerungswachstum, durch Klimawandel, durch Armut und so weiter, die wir uns nur kaum vorstellen können. Ich will aber was zur Anpassung noch sagen, weil das zeigt ja, wie sehr wir sozusagen fliehen aus der Erkennung der Realität. Also in Paris, was man aus meiner Sicht zu sehr feiert, weil man nicht mehr genau hinguckt, sind reale Beschlüsse gefasst worden, nämlich die Länder um Selbstverpflichtungen zu bitten, die sie einzulösen haben, die in der Konsequenz bedeuten würden, die Erwärmung käme je nach Wahrscheinlichkeit, die man rechnet, bei 2,7 bis 3,2 Grad zum Stehen. Offiziell wird immer noch das 2-Grad-Ziel erreicht. Der Bundestag beispielsweise ist der Auffassung, das ist viel zu hoch. Der Bundestagsbeschluss liegt bei 1,5 Grad, obwohl man jetzt so tut, als sei das neu entdeckt worden. Aber das ist der Beschluss von 1991 immer noch. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Nehmen wir an, wir erreichen 2 Grad. Bedeutet das für eine touristische Region in Europa, nämlich die Alpenregion, aufgrund von Reflexionen von Albedo und so weiter. Es gibt nämlich keine gleiche Erwärmung, die ist sehr unterschiedlich. Ungefähr eine Erwärmung von 4 Grad. Die Alpenregion wird im Schnitt dann etwa 4 Grad wärmer. Ist ja auch wie heute, wo die Welt 1 Grad wärmer wird, global, ist sie über der Antarktis bereits 4,3 Grad wärmer. Nicht? Also insofern ist das sehr unterschiedlich ausgerichtet. Diese Erwärmung um 4 Grad in der Alpenregion würde bedeuten, dass Deutschland, wo heute wir 27 größere Gletscherbildungen haben, nur noch einen hätten. Das bedeutet, bei den etwa 460 Gletschern, die wir in den 8 Alpenländern haben, etwa 200 nur übrig bleiben. Und
Es würde auch bedeuten, dass der Schnee, die Schneegrenze sich etwa um 200, 210 Meter nach oben verschieben würde. Die Antwort der allermeisten Gemeinden darauf ist Schneekanonen. Die Schneekanonen, jetzt mal unabhängig davon, ob ich das schön finde, bedeutet aber einen enormen Wasserbedarf, einen enormen Energieaufwand und es verändert die Biodiversität. Also man muss einfach sehen, im Augenblick ist eher die Reaktion des Menschen, nein, wir verändern uns nicht, sondern wir suchen nach technischen Möglichkeiten, um mit den Veränderungen umzugehen. Das ist aber deshalb pervers, weil ein Großteil der Erde sich nicht anpassen kann. Also nehmen wir mal Indonesien, ein Land, wo Tausende von Inseln sind. Die können gar nicht alle Inseln schützen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Wasserregionen, die Meeresregionen, wo in der Deckschicht die Temperatur von 27 Grad und höher erreicht wird, dramatisch steigt. Und 27 Grad ist der Kipppunkt, wo sich verstärkt Orkane, Tornados und Ähnliches bilden. Also insofern, wir diskutieren, obwohl wir die Probleme genau kennen, immer noch überwiegend damit, wie gehen wir damit um, aber nicht, wie verhindern wir es. Ja, wäre es denn zu verhindern? Das ist ja die Frage, nachdem viele sagen ja, wir sind schon mittendrin. Es wäre natürlich zu verhindern gewesen, wenn wir angefangen hatten, als die ersten Erkenntnisse da waren. Ich meine, das ist ja der Witz, diese berühmten Weltklimakonferenzen von Mitte der 60er Jahre in Bellagio, Toronto und wo die alle stattgefunden haben, die haben exakt das vorhergesagt, was auch heute in den AR4, AR5, also in den Sachstandsberichten des IPCC steht, nur eben noch nicht so detailliert. Aber da steht alles drin mit den Temperaturerwärmungen, was die wesentlichen Indikatoren sind, war alles schon bekannt. Nicht? Insofern ist für mich das zentrale Problem, wie können globale Fragen überhaupt gestaltet werden? Und zweitens, wie geht eine Menschheit, die überflutet wird von Wissen, so mit Wissen um, dass die wichtigsten Fragen zum Kristallisationspunkt für verändertes Handeln wird. Ne? Ist ja Augenblick, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ist ja im Augenblick auch heute so. Es gab noch nie eine Zeit, jedenfalls in Deutschland, wo die ökologischen Fragen so akzeptiert waren im Bewusstsein der Menschen und wo gleichzeitig so relativ wenig passiert. Ja, eben, jetzt wollte ich gerade fragen. Ich habe das nämlich, glaube ich, letzte Woche war das die Mitteilung, könnte Herr Zeiss vielleicht auch gleich drauf, die Mitteilung des Statistischen Bundesamtes, dass die Zahl der abreisenden Fluggäste in Deutschland wiederum um 3,4% auf 111,9 Millionen Menschen gestiegen sind und davon flogen etwa 88 Millionen ins Ausland. Also das ist die eine Seite und die andere Seite sind dann meinetwegen, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, die Horrormeldungen, die man vom Umweltbundesamt liest, als Gefahrenszenario. Da könnte es einem wirklich Angst und Bange werden, wenn man also jetzt angefangen vom Schmelzen des Meereises, das kann man sich ja unter Umständen noch vorstellen, und auch Schmelzen des grönländischen Eisschildes und Anstieg des Meeresspiegels, aber dann Störungen des ozeanischen Zirkulation im Nordatlantik. Also sprich, wir reden hier über unseren Golfstrom, der uns, dem wir zu verdanken haben, dass wir hier auf diesen Breitengraden eine warme Bude haben. Zunahme des El Niño-Phänomens, Störung des indischen Monsunregens und so weiter und so fort. Also wir haben ja, wie Herr Müller gerade schon sagte, die Erkenntnisse ist ja praktisch fast wasserfallartig, aber deswegen gehen wir trotzdem fröhlich in Urlaub. Das Problem fängt doch schon viel früher an. Wir haben immer noch an vielen Autobahnen unbegrenzte Geschwindigkeit. Dabei sagt, also fast jede Gruppe sagt, die Polizei sagt, es wäre besser, wenn das reduziert würde. Unfallstatistiken sagen das. Selbst Umfragen in der Bevölkerung sehen eine Mehrheit dafür. Wir kriegen es aber einfach nicht umgesetzt. Und dann frage ich mich, wie, wenn wir das nicht schaffen, was meines Erachtens relativ einfach zu schaffen wäre, ein Tempolimit, wie soll man dann es schaffen, Leute vom Fliegen in die weite Welt zu hindern, daran zu hindern, das ist illusorisch. Wir haben die kleinen Probleme, kriegen wir nicht in den Griff, dann kriegen wir die Fliegerei natürlich auch nicht in den Griff und den Golfstrom wieder zurückzubauen, das kriegen wir erst recht nicht in den Griff. Also
es funktioniert nicht. Wir werden wieder am Anfang der Diskussion sein. Was muss geschehen, damit wir zumindest an den Ursachen arbeiten und nicht Anpassungen und Symptome bekämpfen? Da bin ich tatsächlich auch pessimistisch. Es muss meines Erachtens über Regulierung laufen, weil mit Freiwilligkeitserklärungen und Industrien, die versuchen, etwas zu ändern, da werden wir einen Schritt nach vorne kommen, aber wir sind bei weitem nicht schnell genug. Wie Herr Müller sagte, wir haben heute die Situation von dem, was vor 50 Jahren verunstaltet wurde. Da kann man sich ausmalen, was in 50 Jahren sein wird, wenn diejenigen die Suppe auszulöffeln haben, was wir heute verursachen. Also es ist wirklich ein sehr dickes Brett, was es da zu bohren gilt. Jetzt noch seine Gürze und dann genau. Muss ich noch die dritte Frage stellen. Ah ja, die dritte Frage noch, genau. Nee, ganz kurz, um das jetzt noch ein bisschen, trotzdem ein bisschen kontroverser zu machen, wenn Sie für TUI gearbeitet haben, es ist ja trotzdem nicht im Interesse der Tourismusindustrie, dass die Leute weniger fliegen. Also wenn die Deutschen nicht mehr auf die ganzen Inseln und so weiter überall hinfliegen können, das ist ja absolut nicht im Interesse. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon sagte, Demokratie, auf die Demokratiefrage zurückzukommen, dass wir dann die Lobbyinteressen haben und die Politik. Und wie wir wissen, ist beides natürlich verflochten. Natürlich hat die Tourismusindustrie kein Interesse, dass es weniger, also kein Wachstum der Flugverkehrsbranche mehr gibt. De facto ist es natürlich trotzdem so, dass politisch sich irgendwo was bewegt. Wir haben einen Emissionshandel, wir haben auch einen innereuropäischen Emissionshandel. Das heißt, eigentlich werden die CO2-Emissionen gedeckelt, also das ist jedenfalls die Theorie. Er funktioniert nur nicht, weil wir zu viele Zertifikate haben, weil der Preis bei 5 Euro liegt, also am Ende, also eigentlich ist der Emissionshandel am Ende, er bewirkt quasi überhaupt nichts, aber die Instrumente sind ja da und natürlich wird auch darüber nachgedacht. Das Problem ist einfach nur, wie kriegt man das hin, dass man die Instrumente, die ja schon da sind und wo viele schlaue Leute sich auch schon Kopf drüber gemacht haben, wie kriegt man die stark und gibt es genug Interessen, die das durchsetzen können, dass diese Instrumente stark werden. Ne? Also, und da möchte ich halt den Ball zur Tourismusindustrie spielen. Ich glaube, Sie sind dann in dem Falle eher der Verhinderer, dass zum Beispiel interkontinentale Flüge in den Emissionshandel auch eingebunden werden und so. Bei welches Interesse sollten Sie daran haben, dass die teurer werden? Dazu? Wir kommen jetzt in Zeitknappheit. Glaube ich nicht, dass die Tourismusindustrie tatsächlich so eine große Lobby hat. Es geht, wenn dann, um die Airlines. Und da ist ja auch noch der gesamte Geschäftsreiseverkehr mit drin. Und dann geht es auch um Staaten, weil die Airlines in der Regel Nationalcarrier sind. Und dann sind wir wirklich beim großen Bild. Ich denke, da ist tatsächlich der Staat in der Pflicht zu sagen, wir setzen das hier und da an. Es gibt genug Hebel, um das zu verändern. Und ich glaube, eine Tourismusindustrie könnte auch ohne Flüge in weiter Zukunft arbeiten, weil es geht darum, kann man das Produkt Urlaub nicht anders gestalten. Es wird ja nicht verschwinden, sondern es ist nur eine Frage, was wird dann in der Zukunft verkauft? Ist es mehr ein regionaler Urlaubsverkehr, der sich entwickelt, dass Menschen eben in einem Gebiet bleiben, in dem sie sich eben klimafreundlicher bewegen können? Und der Kuchen selbst muss davon nicht kleiner werden. Es ist nur die Frage, eben, wo ich sage, die Verhaltensänderung der Urlauber muss sich so entwickeln, dass eben auch Produkte verkauft werden können, die einen Deutschlandtourismus fördern oder eben eine ganz andere Art von Urlaub und Erholung möglich machen, bis hin eben vielleicht auch im Bereich Virtual Reality und so weiter. Na, die Hersteller von normalen Schlüsseln müssen sich auch irgendwann denken, geht es vielleicht auch mit einer Keycard? Das Konzept bleibt das gleiche, eine Tür wird geöffnet, aber wie es gemacht wird, das muss sich verändern. Das passt jetzt wunderbar zu der dritten TED-Frage, die ich mir überlegt hatte, nämlich, die geht ein bisschen in Richtung lösungsorientiertes Handeln oder verändertes Handeln. Die Headline ist, die Tourismuswirtschaft muss Vorreiter bei der Bekämpfung des Klimawandels sein. Welchen Beitrag sollte der Tourismus bei der Bekämpfung leisten? Jetzt habe die erste Nummer eins wäre, durch weniger Flüge weltweit, wenn Sie der Meinung sind, dann bitte die eins drücken. Oder als zweite Variante, durch mehr Nachhaltigkeit in den Zielgebieten, Stichwort auch Energie- und Ressourcenschonung, dann bitte die zwei drücken, wenn Sie dieser Meinung sind. Und die dritte Variante oder Fragevariante wäre dann, durch attraktivere Angebote in den Heimatländern. Da bitte die drei drücken.
Dankeschön. In den Zielgebieten. Das ist interessant. Da würde ich jetzt gleich anschließen und sagen, gut, bisher haben wir, ja, Andrew, at once, bisher haben wir... No, I thought that would be the outcome, because it's always about somebody else doing something. So it's always about the destinations. But actually it's about all of us doing something. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Zur Destination gehört auch die deutsche Nord- oder Ostseeküste. Ich meine, wenn die unter Wasser steht, haben wir das gleiche Problem. Es ist nicht nur die Malediven. Ja? So, also es sind immer die Zielgebiete, das ist schon richtig. So, ich hatte mir noch, wir sind jetzt natürlich sehr knapp in der Zeit, das Fliehen aus der Erkennung der Realität. Und kurz notiert, vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle, weil es ist schon kurz vor eins, noch eine ganz kleine Schlussrunde machen zum Thema, sehen Sie es optimistisch, die Lernfähigkeit, oder sehen Sie es pessimistisch, die Lernfähigkeit unserer Gemeinschaften, was diese Fragen betrifft, oder müssen wir tatsächlich richtig eine auf die Nuss bekommen, bevor wir das ändern? I think we need more forums like this, and maybe we're preaching to the converted here, but if we could have more of these gatherings and more education and share more, then I think we have a chance. Ja, ich denke, dass, dass deutlich größere Anstrengungen notwendig sind. Ich sehe, dass Destinationen, Reiseveranstalter und viele andere Akteure im Tourismus tatsächlich auch viele kleine und größere Dinge angestoßen haben. Für mich persönlich ist die Geschwindigkeit noch nicht hoch genug. Da müsste mehr sein. Aber die Nachricht ist schon angekommen. Jetzt geht es darum, kriegen wir die PS auf die Straße, um eben das alles einzuholen, was wir seit 50 Jahren versäumt haben. Ich denke auch, es braucht mehr Druck, um diese Geschwindigkeit, um zu beschleunigen. Also wir müssen einfach beschleunigen, wir haben einfach nicht mehr viel Zeit. Das sagen alle Klimaforscher und alle, die sich damit beschäftigen. Wir haben ein CO2-Budget und das ist kurz davor, aufgebraucht zu sein. Die Flüge, wie gesagt wurden, steigen jedes Jahr um 3-4% weltweit, also sie wachsen. Das ist nur das Wachstum, was dazukommt. Also es wird jedes Jahr größer, die CO2-Blase. So, und das Problem ist, also ich persönlich glaube, wahrscheinlich braucht es einen Knall, damit alle aufwachen, aber was soll das für ein Knall sein? Also so ein Tschernobyl-Knall, um das jetzt mal auf die Atomfrage zu runterzubrechen. Gleichzeitig denke ich aber auch, es gibt eine starke Klimabewegung weltweit. Das sind Leute, die sich seit Jahren dafür stark machen. Das sind Wissenschaftler, es sind Umweltverbände und so weiter. Und die müssen weiter Druck machen auf die Politik und, genau, und auf unsere demokratischen Gesellschaften. Noch ganz kurz, wir kriegen ein Zeichen, es kommt jetzt nach uns gleich jemand. Ja, okay, das war jetzt relativ schnell abschließend. Also ich hätte alle drei Fragen mit Ja beantwortet. Erstens, zweitens, ich komme zurück zum Anthropozän. Das ist ja gerade der Sinn der Debatte über das Anthropozän, beides deutlich zu machen. Der Mensch als Verursacher der zentralen Umweltzerstörung und gleichzeitig der Mensch, der als einziger Verantwortung wahrnehmen kann, genau das zu verhindern. Aber Verantwortung wahrnehmen, diese Debatte würde ich gerne mal breit führen. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you very much to our distinguished guests and panel members. Personally, a topic very close to my heart, I would have loved to extend the session by 2 hours. I actually teach this module on sustainable development and tourism myself in Bremen, and it's an essential module. It's compulsory. Right? We have to talk about these issues. I'm also really happy that we did not wander off on a political tangent, but rather did stick to the topic as we had intended.
And I would like to invite everybody back to the next session, which will really continue with a similar topic. We're going to talk about, or we're going to hear a panel discussion on Green Slovenia, so a destination which is trying its best to actually deal with this problem of climate change and the anthropogenic change of this planet's surface. Okay, thank you very much again. And I'll see you all back in 15 minutes' time.